Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von Ich bewerte Make-up-Tutorials von YouTubern. Ja, doch dass meine andere Kamera gerade lädt, habe ich mir gedacht, ich nehme mal die Canon Lecrea, mal ein ganz anderes Bild. Ich weiß noch nicht, ob hier auf dem Display sieht es mal noch nicht spektakulär aus. Aber es geht ja auch nicht ums Bild, sondern es geht um den Inhalt. Und ich würde sagen, wir gucken mal wieder, was in der Make-up-Branche denn für tolle Videos sind und schauen direkt mal rüber und gucken einfach mal, was da so geht. Make-up Tutorial Deutsch. So, schauen wir mal rein, was wir denn so Schönes finden. Wir brauchen natürlich irgendwas, was wieder nicht so extrem lang ist. Und gucken einfach mal, was wir hier denn so haben. Wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter runter, weil da waren wir ja schon beim letzten Mal. Easy Make-up Tutorial, 4 Minuten 44. Ja komm, das machen wir, oder? 4 Minuten 44 von der Tina Neumann. Schauen wir mal und ich würde sagen, let's go. Ich habe mir meine eigene und super. Aber wie immer beginnen wir mit Werbung. Geht einfach auf wix.com. Mit Wix. Und das Gute ist, es ist natürlich ein nicht Erklärvideo, schätze ich mal. Also ich denke, nicht Erklärvideo, das labe ich eigentlich für einen Scheiß. Ein Video ohne Ton, also nur mit Musik, das heißt, das passt ja perfekt, denn ich erkläre euch, wieso, weshalb, warum. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal. La Roche, Pump, französisches Lotion, Mikro, Poren verfeilen, Anti-Unreinheiten. Oh, okay. Darf ich. Ah. Ich sag gleich was dazu. Ich denke mal, so wie man sieht, das Mädel hat eine ziemlich unreine Haut. Jetzt verwendet sie etwas, wo speziell drauf steht, gegen Unreinheiten. Ich kenne das Produkt jetzt nicht, aber worauf du immer achten solltest, wenn du ein junges Mädel bist zum Beispiel und kämpfst vielleicht auch mit Unreinheiten, was ja ganz normal ist in so einem jungen Alter, Hormone und so weiter, mach bitte nicht den Fehler und hol dir etwas, wo deine Haut extrem austrocknet. Denn was passiert mit der Haut? Wenn du die Haut extrem austrocknest, muss die Haut sich ja in irgendeiner Art und Weise schützen und schützen tut sie sich natürlich, wenn du ihr jegliche Feuchtigkeit entziehst, natürlich mit einem Schutzschild, also Fett und so weiter. Das heißt, sie fängt an zu produzieren und macht und tut und macht und tut. Und das ist ein Jojo-Effekt. Genau das war nämlich das Problem damals von Clairasil. Du hast zwar ein gefühltes, sauberes, cleanes Gefühl danach, ja, also so ein reines Gefühl, aber du hast der Haut jegliche Schutz genommen und dadurch hat die Haut angefangen zu produzieren und es war ein Jojo-Effekt. Pickel ging weg, ausgetrocknet, die Haut hat angefangen zu reparieren und du hast wieder mehr bekommen. Und von dem her, mach bitte den Fehler nicht, trockne deine Haut nicht so aus, sondern such dir was, wo deine Haut optimal mit Feuchtigkeit versorgt, damit du eben keine Probleme hast in der Zukunft, dass deine Haut nicht noch schlimmer wird. Drum, ich kenne das nicht, ich habe nur gesehen, gegen Pickel und das ist schon so mit Vorsicht zu genießen. Also es trocknet halt aus meistens. So, was hat sie da schon wieder? Lasst mal gucken. Also, eine Creme. Anti-UV-Korrektiv. Anti-Marx. La Roche, das ist so eine Apothekenmarke. Ach, ich weiß nicht. Lichtschutzfaktor 30. Boah, die blockiert sich ja alles. Naja, also okay. Duo plus 30 Effektlampe. Naja, also ist auf jeden Fall eine Creme. Okay, also sprich, sie hat eine Reinigung gemacht, quasi sich abgereinigt mit diesem
Reinigungsgedöns, es hat aber ausgesehen wie so eine Art Tonic auch gleichzeitig. Sollte es ein Tonic gewesen sein, dann okay, weil du brauchst ein Tonic, um die Haut aufnahmefähiger zu machen für die anschließenden Wirkstoffe, weil das neutralisiert den pH-Haushalt oder den pH-Wert der Haut und somit wird die Pflege im Endeffekt im Nachhinein die Wirkstoffe besser aufgenommen von der Haut. Als Pflege, was sie jetzt verwendet hat oder was sie jetzt falsch in Anführungszeichen gemacht hat, sie ist mit ihrer Pflege direkt über die Augen. Normale Pflegecremes enthalten Kriechöle und das kann sein, wenn du aus Versehen zu viel verwendest, brennt sie in den Augen. Des Weiteren ist die Haut unterm Auge wesentlich dünner und braucht eine intensivere Pflege. Und darum immer gerne wirklich auch noch eine spezielle Augenpflege verwenden, um den Augenbereich eben zu schützen und mehr zu pflegen. Das für die Zukunft gesehen, Mimikfältchen erst viel später entstehen, als sie eigentlich müssen. Sollten oder wie auch immer. Und von dem her, aber ja, ich weiß es nicht, ob die Creme so das Richtige ist für sie. Auf jeden Fall, Foundation trägt sie jetzt auf. Schwämmchen ist okay. Schwämmchen brauchst du halt viel mehr. Also umso flüssiger die Foundation ist, umso mehr rate ich dir von einem Schwämmchen ab, weil der Schwamm saugt und somit verbrauchst du natürlich viel zu viel Produkt. Wenn es umso cremiger und umso stabiler die Foundation ist, ja, umso eher kannst du einen Schwamm nehmen, aber ansonsten empfehle ich dir einen Kabuki-Pinsel, kriegst du genauso ein schönes Ergebnis hin und verbrauchst weniger Produkt. Sie geht es auch mit der Foundation über die Augen, ist auch semi-optimal, weil jetzt hast du zum Beispiel, und ich weiß nicht, was es für eine Foundation ist, nehmen wir an, es ist aufgrund von ihrer Haut, nimmt sie bestimmt auch ein Make-up, das mattiert, ja, weil die Haut natürlich mit Unreinheiten sie schiebt und so weiter. Es kann vielleicht sein, dass sie eine ölige Haut hat. So, und jetzt gehst du mit dieser Foundation über deine Augen drüber und entziehst auch gerade da, wo eine empfindliche Haut ist, noch mehr die Feuchtigkeit und darum kriegst du halt auch frühzeitig auch wieder Mimikfältchen, was nicht sein muss. Und darum bitte für den Augenbereich keine Foundation nehmen, wo austrocknet, mattiert oder wie auch immer, sondern dafür gibt es nachher Concealer. Geht es ja sowieso noch drüber. Also, ja, man tut sich da keinen Gefallen für die Haut. Und was ich auch empfehle, man sieht es jetzt, es gibt ganz tolle, ich zeige es euch mal, zum Beispiel Schminklichter, also entweder sowas wie ich hier hinten habe, seht ihr, das kostet bei Amazon Hashtag Werbung 29 €. Die könnte sie sich jetzt zum Beispiel um diese Spiegel rumkleben und hat somit ein perfekt ausgeleuchtetes Schminklicht, weil, wie du es mal siehst, wenn du jetzt hier reinschaust, es kommt jetzt von uns gesehen aus, von der rechten Seite Licht, hier ist es heller, von der anderen Seite, wo es zur Tür hingeht, ist es dunkler und somit hast du es viel, viel schwerer, dir ein perfektes Make-up zu machen, weil du immer einen unruhigen Lichteinfluss hast. Oder du holst dir einfach zum Beispiel so ein Beauty Light. Ja, das ist zum Beispiel mit so Saugknöpfen, die ich bei einer Kundin verloren habe, ich Trottel vergessen habe. Auf jeden Fall, das machst du dann an den Spiegel ran und hast auch frontal wieder ein Licht und somit kannst du einfach viel besser, ach Gott, ich hoffe, ihr hört mich, wenn ich mich da umdrehe, viel besser und viel ebenmäßiger schminken, also die Ergebnisse sieht man einfach besser. Und das würde ich dir empfehlen, weil hier Badezimmer sieht man Kacklicht, nur eine Scheibe, ein Fenster. Hier da, wo der Pulli hell ist, da kommt die Sonne rein. Und es ist echt Kacke für ein Make-up. Concealer. T-Zone, sie hält sich die T-Zone auf, ja, also unter den Augen sehr schön in einem Dreieck nach unten aufgetragen, Stirnbereich Lichtreflex setzen, Nasenrücken Lichtreflex setzen, dann könnt ihr noch Oberlippe und Kinnbereich, dann hättest du die komplette T-Zone aufgehellt, dadurch wird ihr Gesicht gestreckt und im Endeffekt wirkt das Gesicht nachher strahlender. Und das kannst du gerne mit einem Beauty Blender einarbeiten, da kannst du gucken, ob du es mit einem trockenen machst oder mit einem leicht angefeuchteten. Ich nehme für die erste Variante, also quasi, wenn noch kein Puder drauf ist, gerne erstmal einen trockenen Beauty Blender, um das Ganze einzuarbeiten, und sobald Puder drauf ist, gerne mal so leicht klammen, weil das ist nachher im Endeffekt, man bekommt dadurch einen ebenmäßigeren
Tor hin, weil alles Pudrige nachher durch diesen klammen Beauty Blender mit der Haut sozusagen verschmilzt und es macht nachher noch ebenmäßiger. So, jetzt muss die Pulle kommen. Finishing Powder. So, und jetzt kommt es drauf an, jetzt Finishing Powder. Jetzt kommt es drauf an, wenn es kein spezielles Baking Powder ist und so weiter, sondern die meisten Finishing Powder, wie auch immer, die entziehen Feuchtigkeit, weil sie eine mattierende Wirkung haben. Wenn man jetzt hingeht, so wie sie das unter die Augen macht, da wo die Haut mehr Feuchtigkeit benötigt, dann entziehst du das und lass das Mädel das tagtäglich für ein paar Jahre machen. Die wird viel schneller alt aussehen, als sie sich wünscht, weil sie ihre Haut jegliche Feuchtigkeit entzieht. Keine Augenpflege verwendet, dann mit der Foundation über die Augen, jetzt noch Puder um die Augen. Das heißt, sie macht alles, um den Feuchtigkeitsgehalt der Haut zu entziehen. Und dadurch bekommt sie wirklich viel schneller Mimikfältchen, als sie sich wünscht. Und von dem her passt da immer auf. Also verwendet auch unter die Augen nachher Produkte, die halt auch speziell dafür gemacht sind. Und ich glaube, das ist im Endeffekt nur ein Gesichtspuder und Finishing Powder, aber da steht es nichts drauf in irgendwie Banana Powder, Baking Powder oder wie auch immer. Da muss man aufpassen. Also ich hoffe, der hat keine mattierende Wirkung, sonst wäre es wieder negativ. Ja, auch wieder über die Augen. Also wenn es ein mattierender Puder ist, nicht gut. Augenbrauenpuder. So, Augenbrauen hat sie sehr gut gemacht, von Ansatz her schön Licht quasi rausgearbeitet, 2/3 ansteigend, 1/3 abfallend. Achtet darauf, dass wenn ihr die Augenbrauen zu weit nach innen zieht, ja, dann bekommst du einen bösen Blick sozusagen. Da mal aufpassen, wie weit gehst du nach vorne rein in deinen Augenwinkel, inneren Augenwinkel sozusagen, damit du halt nachher noch freundlich aussiehst. Das ist so orange. Ja, man sieht schon lauter kleine Pickelchen und so weiter. Also passt da auf. Also ich glaube, sie macht, was die Foundation angeht, was die Pflege angeht. Ich glaube, sie tut ihrer Haut nichts Gutes. Sie hat so einen Orangeton verwendet. Ja. Solche Farben, so orangeliche Nuancen, brauchen Kontrast, außer du hast blaue Augen und grüne Augen, weil es dann in die komplementäre Richtung geht. Bei ihr ist es zum Beispiel, ja, schauen wir mal. Hat sie Extensions drin? Genau, also so wie sie gemacht hat, ja, also sie hatte so diesen leicht orangenen, dann kräftig Wimperntuschen, da muss ein Kontrast rein, damit die Farben nachher auch schön aussehen. So ein Gold hat sie noch verwendet, Augeninneren.
sieht hier so ein bisschen nach Clips aus. Nach. Ja, doch, der doch hier. Extensions, oder? Das ist doch ein Clip hier für quasi zum Reinmachen einen Haaransatz, oder? Schreib es mal in die Kommentare, ob das Extensions-Clips sind. Könnte sein. Red Lips. Okay, Fazit. Also, ich guck mal, ob ich nochmal kurz zurückgehen kann für ein Finishing-Bild. So, genau. Ja, perfektes Finishing-Bild. Also, easy Make-up, easy wahrscheinlich, weil sie halt wenig Steps gemacht hat. Augenbrauen sehr schön gemacht. Wie gesagt, im Bereich Pflege, Concealer, etc. Puder und so weiter. Immer aufpassen, ja. Es ist nicht immer so prickelnd für die. Gerade wenn so ein junges Mädel, Hormonschube und, man denkt immer, man muss alles austrocknen und Puder und Baking und was weiß ich was. Der Schuss kann halt für später aber gesehen mal wirklich nach hinten losgehen. Und im Endeffekt, wenn man da einfach jetzt schon in so einem jungen Alter mehr drauf achten würde, tut man sich auch einen Gefallen nach hinten raus und kann den Alterungsprozess vor allem in die Länge ziehen. Ja, also auch gerade was Feuchtigkeit angeht, weil bereits ab 22, 24 Jahren ungefähr fängt die Haut an, Hyaluron abzubauen, dann entstehen Mimikfältchen und so weiter. Und wenn du aber rechtzeitig anfängst, schon Feuchtigkeit, ja, der Haut zu geben, also das, was sie halt braucht, dann kannst du den Prozess rauszögern und Unreinheiten entstehen natürlich entweder bei Mädels halt auch oftmals durch Hormone, ja, aber halt auch oftmals, weil die Haut im Ungleichgewicht ist und da halt echt immer aufpassen, weil das ist halt immer schade, weil das ist so ein Jojo-Effekt. Bildest mehr Unreinheiten, trocknest aus, machst ein stärkerdeckendes Make-up, mehr Puder, um den Glanz zu vermeiden. Das ist so ein richtiger, Scheiß-Kreislauf, wo die Haut nachher nicht mehr rauskommt. Also da wirklich drauf achten. Wenn du es, wie gesagt, also Farbe vom Lidschatten und vom Lippen, von den Lippen, sehr schön harmonisch ausgesucht. Was mir jetzt noch fehlt zum Beispiel ist Kontur. Kontur im Wangenbereich, noch ein bisschen mit einem Bronzer zum Beispiel, die Wangenknochen mehr ausgearbeitet. Das könnte auch zu einem Easy-Make-Up-Tutorial dazu, weil so ein bisschen Bronze auf die Wangen, das kriegt auch jeder hin. Ansonsten, von der Farbauswahl, wie gesagt, sehr schön. Wichtig ist immer, wenn du solche Farben nimmst, wie so ein Orange, Rot, röstlichen Ton, schau, dass du immer einen Bruch zwischendrin hast, also entweder ein Eyeliner, ja, das wäre es auch noch geil gewesen, dann wäre es aber kein Easy Make-up mehr, aber dann zumindest richtig stark getuschte Wimpern, damit da so ein schwarzer Kontrast drin ist, damit die Farbe einfach wirkt, denn ansonsten wirkt es immer so ein bisschen verloren. Ansonsten, ja, wie gesagt, ganz schön geworden. Ich hoffe, ich konnte zusätzlich noch dazu ein paar Tipps geben, auf was du achten solltest, und wir sehen uns beim nächsten Make-Up-Builder. Liebe Grüße aus Berlin, Rock the Make-Up, und vielen Dank, dass du Teil meiner Community bist. Ciao!